Schön schaust du wieder zu. Mein Name ist Dedu und heute möchte ich dir ein Prinzip von Yoga näher bringen. Und zwar heisst das ein bisschen speziellen Namen Aparigraha. Und damit ist gemeint so ein bisschen die Tendenz, die wir alle haben, um, wenn etwas Schönes ist, festzuhalten und es nicht mehr loslassen. Und es ist meistens so, dass wir alle streben nach Glück und einem schönen, glücklichen Leben. Und dann, wenn die schönen Momente kommen, die glücklichen Momente, wie zum Beispiel Ferien. Wir sind an einem wunderschönen Sandstrand und wir geniessen es. Wir haben keinen Plan. Wir können jeden Tag ein bisschen Sport machen, ein bisschen sonnen, ein bisschen gut essen. Und dann kommt der letzte Tag der Ferien. Und wir denken, oh nein, jetzt muss ich wieder heimgehen. Und wir heben an dem letzten Tag fest. Und wir wissen jetzt alle, irgendwann sitzen wir wieder im Flugi und sind auf dem Heimweg. Also das heisst, wir wissen schon die schönen Momente, wir können sie nicht wirklich festheben, weil alles kommt und geht. Und darum, wenn wir lernen, oder ist es so wichtig, dass wir auch wieder loslassen können. Und darum, Aparigraha steht da, um wirklich die Erinnerung zum auch wieder lernen, loslassen. Und nicht nur bei den schönen Ferien, wo wir lernen loslassen, sondern zum Beispiel auch bei Sachen, wo wir uns materiellen Sachen, wo wir uns daran festhalten, wo wir uns anfangen zu definieren über ein Auto, das wir haben, oder irgendwie die Wohnung, wo wir drin wohnen, oder was auf der Visitenkarte drauf steht, was unser Jobtitel ist, tun wir uns an dem so ein festhalten und fangen uns an definieren durch so äußere Sachen, wo wir aber, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen, die haben nicht für immer. Also ich werde nicht immer das Auto fahren und ich werde nicht immer den Jobtitel haben. Und ich werde nicht immer, was weiß ich, ein gewisses Aussehen haben. Also wenn wir uns an gewissen Sachen festheben, irgendwann kommt, dass wir das Leben uns zwingt, zum Loslassen. Und was wir ein bisschen vermeiden wollen, ist, dass wir dann so in ein richtig tiefes Loch hineingehen. Darum ist es sehr wichtig, immer wieder, wenn wir merken, ah, ein schöner Moment, dann einatmen können, aber dann auch wieder ausatmen und wieder loslassen. Wissend, dass alles sich verändert und es immer wieder schöne Momente wird geben. Es wird aber auch immer wieder ein bisschen schwierige Momente geben, aber auch die gehen immer wieder vorbei. Auch an denen müssen wir uns nicht festheben, auch an denen irgendwann dürfen wir auch Trauer loslassen, dürfen schlechte Erfahrungen loslassen. Auch die müssen nicht ewig bleiben. Und es geht im Yoga, es kommt eigentlich aus dem Buddhismus mehr, gibt es ein ganz schönes Mudra, wo es so ein bisschen versinnbildlicht, so ein bisschen den Aspekt vom Loslassen, aber auch gleichzeitig vom Offensein für Neues. Und für das kannst du jetzt gerade mitmachen. Und zwar ist die linke Hand, die man so ein bisschen erden. Entweder kannst du auf dein Bein legen, auf den Stuhl oder wenn du auf dem Boden sitzt, auf den Boden. Also wirklich so etwas, die Handfläche schauen runter, um etwas zu erden. Um wirklich auch bei uns zu sein, unserer Kraft. Und dann können wir die linke Hand öffnen. So die Symbolik vom Loslassen, aber auch gleichzeitig offen sein, was immer uns auch das Leben uns herantreibt. Und du kannst in dieser Stellung eine Zeit lang verweilen, vielleicht musst du auch die Augen schliessen und tief einatmen, richtig spüren, wie du bei dir bist, also mehr in die linke Hand hinein spüren und dann ausatmen und so ein bisschen das Loslassen und das Offensein in diese Hand hinein eigentlich wie ausatmen. Und so kannst du vielleicht 3 Atemzüge oder vielleicht sogar 1 Minute bleiben. Und wenn du wieder mal merkst, dass es ist so schwierig zum Loslassen, kommst du in die Haltung hinein und tust ein paar Mal atmen. Das hilft einfach wieder, um wieder in den Fluss vom Leben zurückzufinden. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir und wünsche dir noch einen sehr entspannten, offenen und gelassenen Tag.